Ja, okay. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ja, einfach als Ergänzung zu dem Trike-Video gerade, was man eben vor diesen elektrisch betriebenen Trikes in Kanada viel gesehen hat bei Rollstuhlfahrern, sind im Bikepark diese Quads mit den vier Rädern. Und ein ganz bekannter Fahrer, ich weiß gar nicht, wie alt der mittlerweile ist, aber den gibt es schon, da war ich noch Schüler, da war der schon in irgendwelchen Bike-Videos drin. Stacy Cohart, hoffe ich, spreche ich richtig aus. Das schauen wir uns einfach mal an, wie er da fährt. Let's go. Here's a look at Stacy Cohart right there. His best time ever here on A-Line, a 5.50. So 5.50 is what he is looking to beat here. Das sind jetzt richtig alte Aufnahmen. Das muss noch so aus der Zeit, als ich Schüler war, sein. Aber er fährt, wie gesagt, immer noch heute. Ich schätze, das hier ist gerade einfach kurz ein Rückblick. Der war früher New World Disorder, falls euch die Filme was sagen. Es muss so um 2000 gewesen sein, hier die Aufnahmen. It's almost like some of these kids have gotten soft a little bit. Then again, when I broke myself in 92, the people that were like 10 years older than me, some of them were in Vietnam. Some of them like rolled their car 10 times when they were 17. So there was never any sympathy for me. Oh krass, okay. Also er ist mittlerweile, wie alt wird er jetzt sein? Oh, the poor kid that fell off the swing set. Oh. Mitte 40, 50 schon? Krass. All that love we share together. All the good times that we had. What went wrong. Er kommt aber mit seinem Auto in Whistler an. Also ich habe ihn schon öfters da in meinen Besuchen im Whistler Bikepark gesehen. Der kommt ganz normal mit seinem Auto da an, lädt das Teil aus und geht dann halt shredden im Bikepark. Fährt mit dem Lift halt hoch, wie alle anderen Biker. Ja, hier sieht man es jetzt deutlich, ist ganz anderes Konzept als das, was wir eben gesehen haben. Hier auch ohne E-Antrieb. Hier, er hat auch zwei Bremsen, insgesamt vier Hebel, die er dann quasi pro Rad ansteuert, aber halt natürlich nur mit zwei bremst. Also sind ja so angeordnet. Bei dem Trike war es eben so, dass es kombiniert war mit einem Hebel. Dann einfach, dass das hier schon, ja, wie alt wird das sein? Schon 23 Jahre wurde das noch anders konstruiert. Well, I got lucky because, like, BMX helps with like bike control, motocross helps with high-end speed, skateboarding helps with reading trannies and popping off things. So all those years of playing hockey and getting pushed around in the corner and learning how to be tough and stand up for yourself, that's paying off now. So I know this sounds a little bit spooky or a little bit weird, but it's almost like my whole life I was training to ride this thing and I just didn't know it. Ja, hier sieht man jetzt den typischen Chairlift in Whistler. Er setzt sich, rollt immer bis nach vorne hin, setzt sich drauf und dann kommen die Liftmitarbeiter und heben das eben drauf für ihn. Aber wie gesagt, er ist nicht der Einzige in Whistler, aber er war der Erste damals, der mit so einem Teil dort gefahren ist. Letztes Jahr, als ich in Whistler war, da war eine Szene, die hat mich sehr berührt am Lift. Und zwar zum einen total schrecklich, zum anderen wunderschön. Ich stand am Lift in der Liftschlange, habe gewartet und dann wurde der Lift angehalten. Das muss halt immer hier bei den Teilen gemacht werden. Und da habe ich einen Vater gesehen mit einer Tochter und einem Sohn. Die Tochter war, glaube ich, so 10, 12 irgendwie so und der Sohn auch so ungefähr um den Dreh. Und die Tochter ist mit dem Bike gefahren, der Vater ist mit dem Bike gefahren, aber der Sohn, also das Kind,
saß eben im Rollstuhl und der Vater hat dann gemeinsam mit einem vom Lift so ein Trike, das, was wir eben im anderen Video gesehen haben, auf den Lift draufgehoben, den Sohn dann getragen, eben sich auf den anderen Sessellift draufgesetzt und dieses Schicksal von diesem Kind hat mich total berührt und ja, traurig gemacht, dass er in so jungen Jahren schon im Rollstuhl sitzt. Aber zum anderen zu sehen, dass dieser Vater mit seinen beiden Kindern trotzdem das bestmögliche Leben quasi ermöglicht und mit den beiden zusammen im Bikepark fährt, mit der Tochter auf dem Bike, mit seinem Sohn auf diesem Trike, ja, fand ich auf der anderen Seite total wunderschön, weil das halt mal wieder zeigt, dass das alles irgendwie Einstellungssache ist und im Leben eben diese Schicksalsschläge gibt, aber dennoch das Beste draus machen kann und was painted in gold we were made and the world was ours. Das ist die Mittelstation in Whistler. Hier, boah, wie oft ich hier schon angekommen bin. Hier kommt man zum anderen Lift, der führt einen noch ganz nach oben. Und hier fährt man dann hin, um zu den Trails zu kommen, wie A-Line, weltbekannt, die Jumpline. Slayer startet hier. Und wenn man hier in die Richtung fährt, kommt man zu Dirt Merchant, mein absoluter Lieblings-Jump-Trail in Whistler. Und hier eben zu den sehr technischen Trails ganz oben. Untouchable soul. Living life on the edge, no regrets, no control. Dying oh so young. Nothing is real, nothing to feel. Just burn like a flame and go out. Oh. Das meinte ich mit dem Teil. Da springen Whistler. Ich weiß nicht, ob das mit diesen Trikes auch geht. Ah, hier, das ist eine Stelle. Das ist auf der A-Line. Hier kommt man in die Kurve rein und hier kommt ein, ich glaube, der ist 18 Meter genau weit. Also hier nimmt man Schwung für einen Sprung, fährt man hier in so ein Loch rein und dann kommt hier irgendwo der Absprung und bis in die Landung ist irgendwas mit 18 Metern. Ah, okay, den hat man jetzt nicht gesehen. Weiß nicht, ob er ihn mit dem Teil dann nicht springt. Aber es ist ein Table, das heißt, er kann auf jeden Fall oben drauf springen oder drauf rollen und fällt jetzt nicht in ein Loch oder so. I don't need any support once I get to the hill. I'm completely independent and I'm doing my thing, but I do need a team of people behind me to help me get to where I need to be that independent. So I take a lot of pride in the fact that my posse, my crew, my group of friends that helped me go and get the job done. They know that their job's done once the bike's loaded up. Primary is me being here as a racer regardless of what I'm riding. I could be riding a pink tricycle down the freaking hill for all I care. I have a responsibility as a person who's in a wheelchair with a quote-unquote disability to go out there and lay down the hardest run I can and show the world that it's not all fluff and it's not all feel-good stories so that people don't always get the impression that every time a four-wheeler goes out or every time someone who has a little situation on their hands goes out. Ich sag da ein Quad, Vorwheeler nennen die das, genau. Einfach Vorwheeler, ganz simpel. Get the job done, but they don't need all that help and all that kind of like babysitting? I know that's a harsh word, but there's a look at Stacy Cohut, right? Ah, der fährt den Air Downhill mit. Das ist immer während dem Crankworks auf der A-Line, auf diesem Jump Trail, dem weltbekannten. Ja, er fährt den mit, da wo auch die Biker mitfahren. Also, was heißt die Biker? Die Mountainbiker. Ja, den habe ich da auch schon in mehreren Jahren gesehen. Also, er nimmt da eigentlich jedes Jahr dran teil. There, his best time ever here on A-Line at 5. Und hier ist ein Drop. Das, was wir eben im anderen Video hatten, er kann hier diese Drops eben auch runterspringen, diese Kanten. Ich schätze mal, weil das Teil nicht so lang ist wie diese Trikes. Und er kann eben mit den Armen vorne ziehen, sodass das reicht, wie beim Mountainbike, dort runterzuspringen. 5,
5.50. So 5.50 is what he is looking to beat here. This guy's out there first thing in the morning. If they're opening the lift line early, he's out there doing laps. Some people you think that maybe that when Crankworx comes to town wants to back away from it, but not the way Stacy Cohut is. He's all about it right here. He's been in every single A-line. You see him getting in those strokes right there. Keep that speed going. Trying to beat a 5.50. Yo. Here he comes right now, Stacy Cohut. He's going to be sending it right down the GLC. The time in for him. Look at this. I think he's going to do his all-time best. Stacy Cohut, yes, he has done it. 5.46.33. He has beaten his best time ever. Give it up for Stacy Cohut right there. That's some solid stuff. So that's my motivation and putting on a show. I want people to think I look good and I ride good, and I want to prove to people that people on four wheels can do whatever they want and they can shred. And it's not a cliche and it's not a cheesy statement, but it's the truth. We can do whatever we want. Just give us a chance to show you. Absolut geiles Mindset, absolut inspirierend, nicht nur für Leute, die im Rollstuhl sitzen. Mega. Picture me sitting on the swing set that did me in. 1 year anniversary. Just because why not, right? Just get it over with. I think sometimes if you show people that you're dealing with it or dealt with it, then it lets them go, okay, I can move on. Stacy Cohut, Coach. Bis heute weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht. Stacy Cohut. Mega.